Hallo ihr Lieben, heute und auch das nächste Mal könnt ihr mir zusehen, wie dieses Buch entstanden ist. Das ist jetzt für meinen Enkel und ja, das Papier ist selber gemacht, alles ist selber gemacht soweit. Auch ein kleines Gebamsel habe ich dran gemacht. Dann auch hier unten hängt etwas raus und ja, ich zeige es euch kurz. Hier zum Öffnen, dann noch mal eine andere Farbe. Das zeige ich euch aber dann ganz zum Schluss noch ausführlich. Und ja, ich hatte zwei Anläufe. Das heißt, der erste Anlauf ist ja gründlich in die Hose gegangen. Ja, das ist mein erstes Buch, das ich so gestalte. Ich habe zwar so für meine Malsachen, also für meine Bilder, so kleine Sachen gemacht, aber das habe ich halt, das ist das erste, was ich hier so mache. Vielmehr das zweite, weil das erste, das habe ich mit Magnet gemacht, aber ich hatte anderes Papier. Das ist sehr schwer und so musste ich anders arbeiten. Und ich habe den verkehrten Karton genommen. Ich habe keinen ganz dichten Karton, sondern so eine Wellpappe hergenommen. Und das war nicht so gut. Es ist auch nicht schlecht. Es ist auch so, dass ich das jetzt für mich verwende. Seht ihr, da mache ich mir jetzt, ich habe es mir nur mal so reingelegt, so Einlege, Sachen. Und da kann ich dann meine Bilder reinmachen. Brauche eh was zum Aufbewahren, von daher ist ja nichts kaputt. Ja, das ist es für mich jetzt missglückte. Ich wollte es eigentlich eben so haben wie hier. Und dadurch, ich habe jetzt auch so Ecken dran gemacht und ja, so das eben, wie gesagt, das Gebamsel auch selber gemacht, alles. Und ich mache da zwei Teile davon. Und ganz zum Schluss zeige ich euch das nochmal ganz ausführlich. Ja? Ja, aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal das Cover miteinander. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und ja, mein Sprüchlein wie immer, über einen Daumen hoch, ein Abo oder und einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Und jetzt geht's los. So, hier seht ihr den Doré-Bristol-Karton von Bösner. Der ist in Weiß und hat 615 Gramm pro Quadratmeter, also relativ stark. Mit dem oder den nehme ich auch her, um meine Passepartouts zu schneiden und so weiter. Also den, der ist sehr, sehr vielseitig zu verwenden. Also ich nehme ihn für ganz viele Sachen her. Und da habe ich mir einen so einen großen Bogen genommen und schneide mir jetzt zwei Streifen runter. Ich brauche nämlich so Kartonstreifen, also 25 cm hoch. Das sind jetzt jeweils 25 cm. Und dann schneide ich mir das mit meinem Schneidebrett zu. Allerdings habe ich gemerkt, dass das fast ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, das Schneidebrett hält nicht so viel aus. Ich glaube, ich brauche da ein anderes, das besser, noch besser ist. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe hier die zwei großen vorbereitet, also 2 x 20 x 25 cm, 2 x 5 x 25 cm und einmal 10 x 25 cm. Ja. Die anderen Sachen räume ich wieder weg und hole mir das Papier. Das ist so ein Nassklebeband in Weiß. Das habe ich damals schon lange Zeit ist es jetzt her, von Tienchen gesehen. Ich verlinke euch den Kanal. Da hat sie auch ganz, ganz tolle Sachen, die sie sehr, sehr toll auch beschreibt, wie das Ganze funktioniert. Und von Tienchen habe ich das
gelernt und ja, mache das jetzt einfach so. So, hier seht ihr das Ganze, wie ich es aneinander lege, das passt. Ihr müsst auch gut sehen, dass ihr wirklich gut Abstand dazwischen habt, damit ihr eben auch die, das gut knicken könnt. So. Und jetzt lege ich einfach mal los. Wasser, oh, muss mir noch eins holen. Und einen Pinsel. Und jetzt mache ich das gut feucht. Lege mir das nochmal zurecht, das passt. Und gehe einfach mal drüber. Ein Tuch und schon ist es die eine Sache fertig. So. Nochmal, ich lasse das relativ schnell laufen, weil ich glaube, ihr könnt es ja sowieso, oder sind bestimmt viele dabei, die das bestimmt schon öfter gemacht haben als ich. Also ich habe das noch nicht so oft gemacht. Und so ein Buch habe ich eigentlich noch nie gemacht. Schon kleinere Sachen, ja, aber nichts Großartiges in dem Sinn. So, umdrehen. Und naja, da habe ich mir nicht alle vorbereitet, das passt, aber es macht ja nichts, ist ja schnell geschehen. Und nochmal Pinseln auflegen. Ich habe da so eine weiße Unterlage, die seht ihr eigentlich fast bei jedem Video. Das ist so eine, ja, ich glaube, das ist sogar Silikonunterlage. Die habe ich mir mal bestellt. Ach, das ist schon ewig her. Und ich finde die richtig gut. Da geht alles, jede Farbe und alles wieder sehr, sehr schön weg. Ja, zack. Nochmal drüber gegangen. Nochmal festgerubbelt. So, und jetzt mache ich mir die Kanten. Schneiden wir wieder was her. Also eigentlich hätte ich das alles vorher alles machen können, aber ja, manchmal denke ich halt nicht dran und dann mache ich das so, wie es halt eben gerade kommt und dann ist es aber auch okay. Für mich zumindest. So, zwei lange Stücke und dann brauchen wir noch zwei kürzere. Es ist so, dass ich das Ganze verkleiden werde, aber durch das, weil die Kanten doch recht scharf sind, finde ich, habe ich das jetzt auch nochmal verkleidet. Das müsst ihr oder bräuchtet ihr eigentlich nicht. Ich habe es für mich entschieden, habe mir gedacht, nee, also bevor da irgendwas mit dem Papier passiert, mache ich das da nochmal rundum, sodass da keine scharfen Kanten und nichts gibt. Und für mich hat sich das stimmig angefühlt, macht es doch auch so, dass es für euch gut ist. Und ja, dann passt es schon. Hier jetzt nochmal ganz feucht machen, rollt sich auf und dann lege ich mir das einfach mal drauf. Und gehe dann vorsichtig, seht ihr, Stück für Stück rüber. So, und wieder festrubbeln mit dem Tuch. So, andere Seite auch. Und dann hier noch. Ihr seht, ich habe mit dem Pinsel bin ich da nochmal drüber gegangen. Und das muss jetzt sehr, sehr gut trocknen. Ich habe das dann auch beschwert, habe das mit etlichen Büchern beschwert und habe das sehr gut trocknen lassen, erstmal. Bevor ich da überhaupt weiter gemacht habe. Sieh mir das Ganze noch an und schneide das, was noch weg muss, einfach mal weg.
noch was. So, passt besser jetzt. Seht ihr, dann sieht das gleich ganz anders aus. So, und jetzt gut trocknen lassen. Ganz, ganz wichtig. Das Buch, also das Cover, ist über einige Zeit entstanden, weil ja so viele Schritte dazwischen sind, die einfach wirklich sehr, sehr gut trocknen müssen. Ja, hier habe ich mir dann, ich habe das weggelegt und beschwert und habe mir jetzt einen großen Papierbogen geholt, auch von Bösner ist der, der ist aber viel, viel, das sind vielleicht mal 170 Gramm, ich muss mal nachschauen, es ist also nicht so stark, aber stark genug. Und da habe ich mir auch von Golden die Farben besorgt, weil die einfach so ein richtig, ja, ist ein toller, warmer Ton. Und es gefällt mir schon sehr, muss ich sagen. Und da passe ich gar nicht so auf, sondern da lege ich die Farbe auf, wie es mir gerade passt. Und ich habe von diesen Bögen 2 gemacht. So, meine Farbe ausgegangen. Ich zeige euch jetzt nur diesen einen Bogen, wie ich den dann weiter behandelt habe. Habe das dann auch wieder sehr, sehr gut trocknen lassen, ganz wichtig. Und habe mir dann meine Gelplatte vorbereitet, die seht ihr ganz leicht nebendran. Dann die Walze und mein Stempel, den ich mir selber gemacht habe. Und den stempel ich jetzt mit Gold ein. Also walze ich mit Gold ein, ja toll. Und stempel mir da einfach das Muster drauf. Das ist ganz einfach, aber total effektiv, total schön und es muss auch nicht so sauber alles abgedruckt sein. Das ist gar nicht mein Anspruch, sondern es soll einfach nur ja nochmal anders sein, nochmal ja, das Ganze aufpeppen. Deswegen habe ich auch mit dem Untergrund gar nicht so aufgepasst, sondern habe das einfach nach Gefühl gemacht. Obwohl mir die Farben ja unheimlich gefallen sind, tolle Farben, sehr, sehr warm. Und ja, da stempel ich jetzt mir einfach das ganze Blatt voll. Und ich finde, es hat einen tollen Effekt. Und ich nehme da eben meine Gelplatte her, da kann ich die Goldfarbe gut drauf tun und dann mit der Walze abnehmen. Und außerdem haben sich da ein paar schöne kleinere Papiere dann wieder ergeben, die ich dann eben für meine Klebebilder sehr, sehr gut nutzen kann. Also sieht doch gigantisch aus, oder? Ja, so eine einfache Sache, aber so große Wirkung. Die Schablone habe ich gemacht bei dem Gelplattenkurs. Da könnt ihr mal reinsehen, wenn ihr das nachsehen wollt, wie so eine Schablone gemacht wird. So ein, ja, zum Drucken eben. Keine Schablone. So. Und sowas gibt es ja auch nur einmal. Das macht man sich selber und dadurch, ja, zweites Mal gibt es sowas nicht. Und ihr seht, ich mache den Rand auch noch mit, sodass ich dann auch nicht aufpassen muss, wenn ich später mir was rausschneide. Hier seht ihr jetzt in einem Bogen umgedreht, da mache ich jetzt mit meinem Kleber, das ist ein Buchbindekleber, der Planatol BB ist es und der ist richtig gut. Ich liebe den sehr, weil der nämlich auch richtig gut hält. Das ist eben so der springende Punkt oder das hüpfende Komma. Es muss halt passen, ich habe es mit anderen Klebern schon probiert, aber
irgendwie hatte ich da kein Glück. Das war nicht das, was für mich richtig war. Aber mit dem Kleber komme ich immer gut klar. So, umdrehen und drauflegen, fest machen, so etwas. Und jetzt schneide ich mir mal ein Stück weg. Zack, seht ihr? Leg mir das her. Sieht doch gigantisch aus, oder? Ah, tolle Farben. Muss ja nicht immer alles rot sein. Ja, jetzt nehme ich die Walze und walze mir das nochmal fest. Und wo ich merke, da ist zu wenig Kleber, gehe ich gleich drüber mit dem Kleber und streiche dann noch etwas ein. Gehe nochmal mit der Walze drüber und dann passt es schon. Also so kann man das richtig gut machen. Probiere wieder aus, ja, funktioniert, passt, überlege ich. Da sollte ich noch was reinmachen, ja. So, und dann das Knicken, da müsst ihr auch immer vorsichtig sein. Das Papier reißt, wenn ihr ganz dickes Papier habt, reißt dann sehr gerne ein. Also da seid vorsichtig. Deswegen seht ihr hier, mache ich das ganz vorsichtig, lege das erstmal um, beschmiere das dann wieder mit meinem Kleber. Ich mache erstmal die ganzen langen Seiten und klebe mir das rüber. Schön über die Kante, aber vorsichtig. Und dann nochmal mit der Walze drüber gehen. So, die andere Seite nochmal etwas vorbereiten. Und dass das Papier Zeit hat nachzugeben, damit ich keine Risse bekomme. So. Und wieder überlegen. Meine Walze wieder, die kann man nämlich für das auch sehr gut gebrauchen. Nicht nur für die Gelplatte. Und hier gehe ich mit dem Falzbein noch etwas rein. Und da mache ich jetzt die Ecken. Seht ihr? Oh, jetzt ist man aus dem Bild. Da habe ich mir die etwas reingedrückt, sodass ich schöne Kanten bekomme, schöne Ecken. So. Und wieder vorsichtig umlegen. Mit der Walze wieder, zack. Und schon passt es. Andere Seite. Nochmal die Kanten rein, hier seht ihr das. Die andere Seite auch schön reinbiegen. Das ist manchmal etwas gepfriemelig, aber es lohnt sich. Vorsichtig umlegen, mit viel Gefühl. Aber das müsst ihr mit anderem Designpapier auch machen, weil es ja eh immer dicker ist. Und seid da immer vorsichtig. So. Jetzt habe ich mir noch ein Stück von dem zweiten Bogen runtergenommen und mache mir jetzt die Kanten, dass das Weiß eben nicht mehr sichtbar ist. Wieder aufräumen, zack. Und hier seht ihr, ich habe das auch wieder mehr als über Nacht. Ich glaube, das war ganze Woche, wo ich das trocknen habe lassen. Und da müsst ihr wirklich aufpassen, ihr müsst es wirklich sehr gut trocknen lassen. Das Ganze habe ich auch wieder mit Büchern beschwert. Und dann wird es richtig schön. Ihr habt gesehen, ich habe mir da jetzt so spitze erstmal mit einem doppelseitigen Klebeband etwas festgeklebt, damit ich eben dann auch das Buch dann zumachen kann. Und hier seht ihr, probiere ich das. Ja, passt. Also gut auf die Seite gelegt und erstmal wieder mit Kleber eingepinselt. Wenn man so die Uhr sieht, dann seht ihr, dass ich dann ganz oft abends arbeite oder dran weitermache. Eher selten untertags, weil ich ja dann auch in der Arbeit bin.
So, hier mache ich mal meine wieder sauber und ihr seht, wie schön das weggeht. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Sollte ich vielleicht mal nachsehen. Vielleicht findet man die ja noch irgendwo. Aber sowas Ähnliches gibt es bestimmt im Netz. So, sehr gut draufgelegt, sehr gut festgedrückt und hier gleich mal diese zum Knicken eben schon mal rein mit dem Falzbein, damit sich das eben verbinden kann, damit der Kleber auch hier sehr gut klebt. So, seht ihr? So, wo bin ich jetzt wieder? Ach ja, Walze geholt. Und wenn ihr mit der Walze arbeitet, dann drückt sich natürlich der Kleber raus. So. Und jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und probieren. Ja, wunderschön. Passt. Nochmal nachgehen. Also ich bin da ein Freund dafür, dass ich dann, da gehe ich wirklich immer wieder mal nach. Aber drückt nicht zu fest rein. Wenn das Papier nämlich feucht ist, ist es natürlich auch empfindlich. So, wieder trocknen lassen. Und hier habe ich mir Ecken geholt und die mache ich jetzt einfach fest. Und ihr seht, ich habe da so ein ganz altes Brett, Holzbrett und den Hammer und vorsichtig festgeklopft. Und schon hat man einen tollen, tollen Abschluss. Also wenn euch die Ecken nicht ganz so gut gelingen, kein Problem, legt solche Ecken drüber. Und schon passt es. So. Schön. Ja, und hier, ihr seht, ich habe da auch farbige Ösen, aber da ist mir dann zum Schluss aufgefallen, dass die zu kurz sind. Das ist zu klein, nicht von der, vom Durchmesser her, sondern vom, dass man es noch umdrücken kann, also dass sie wirklich noch fest sind. Das war, ja, toll gedacht, wäre tolle Farbe gewesen, aber ging dann nicht, weil eben die Pappe dann doch dicker ist, als ich ja gemeint habe. So, hier mache ich mir meine Löcher rein, 3 Stück an der Zahl, oben und unten. Und dann nehme ich einfach die goldenen Ösen her. Das funktioniert auch wunderbar, seht ihr, die sind auch ganz toll. Passen natürlich zu dem Gold dazu, also ist auch keine Sache. Gut festdrücken, sehen, dass auch wirklich das sauber aussieht. So, und nochmal. Ja, hier sind sie schon fertig und jetzt kommt auch schon der Gummi rein. Ich habe mich für einen Gummi eben entschieden, weil ja da so etliches reinkommen soll. Also ich habe 3 Signaturen und ich habe dann auch später, das werdet ihr auch noch sehen, noch ein paar mehr Gummi reingezogen, weil es soll ja für meine Tochter sein, für Nolan, für mein Enkelkind. Und da könnte sie dann auch, weil es groß genug ist, also hoch genug ist, könnte sie dann auch den Mutterpass mit rein machen. Also das kann sie auch reinhängen. Hier habt ihr kurz gesehen, habe ich so eine Giraffe einigermaßen aufskizziert. Das ist wirklich ja, ganz, ganz einfach gehalten. Leider bin ich jetzt so aus dem Bild und habe das eben dann auch ausgeschnitten, die Giraffe. Und ja, die wollte ich für den Verschluss haben. Das ist jetzt das Papier, das festere Papier, das ich da gemacht habe. Ich habe ja noch einen ganz festen Karton auch so mit dem Muster gemacht und der ist jetzt für diese Giraffe genau richtig, weil er dick genug ist und viel aushält. Also war gar nicht so schlecht, dass ich das gemacht habe. Ja, wieder ausschneiden. Ich habe es ja gegengleich gemacht, so dass ich es auch zusammenkleben kann und dass ich dann auch das Band dazwischen kleben kann. Das werdet ihr auch gleich sehen.
tolle Farben. Ja, wunderschön, so ein warmer Ton. Ja, da werde ich mir jetzt dann noch ein paar Geldrucke machen, weil mir einfach die Farben so gefallen. Ich habe mir jetzt noch ein Quinacridon Gold, glaube ich heißt es, nochmal gekauft. Und ich bin gespannt, wie das dann wird, was man damit alles zaubern kann. Ja, hier mache ich die Kanten wieder in dem Ranger Distress Oxid und es heißt Misty High. Naja, wenn ich das so richtig ausspreche. Naja, einmal hingelegt, dann mit Kleber festgestrichen, also Kleber rein, über den auch nochmal drüber. Da habe ich sehr viel Kleber genommen. Ihr seht, es quillt überall raus. Ich habe das dann auch nochmal beschwert und über Nacht liegen lassen, damit es auch wirklich trocken ist und es auch richtig, richtig gut hält, was dann auch getan hat. Hier seht ihr das, hier habe ich schon begonnen. Wer mich kennt, ja, ich kann es eben doch nicht ganz lassen. Ich wollte das eigentlich ganz neutral halten, aber irgendwie, ja, ging das eben nicht. Und so habe ich ein paar Bögen, ein paar Kreise und alles, was mir so passend erschienen ist, einfach mal reingemacht. Und ich find's toll. Passt schon. Alles gut. Giraffen haben ja eigentlich keine runden, ja, so runde Flecken, aber es ist ja auch meine Giraffe, eben was anderes. Und das darf es auch wieder mal sein, also lasst eurer Fantasie freien Lauf, macht es einfach, wie es euch gefällt und dann ist es gut, dann ist es passend. Ich habe die Giraffe dann ganz zum Schluss nochmal mit Schwarz umrahmt. Zuerst dachte ich mir, das braucht es eigentlich nicht. Aber als ich mir das dann später nochmal angesehen habe, dachte ich mir, da fehlt was. Und dann habe ich da eben das nochmal mit Schwarz umrahmt. Und dann erst kam so das Gefühl auf, jetzt passt's, jetzt ist es genau richtig. So soll es sein, so will ich es haben, so soll es bleiben. Und ihr seht, ich drehe das Ganze nicht um und schaue, was habe ich auf der anderen Seite gemacht, sondern ich lege los und mache das, was mir wieder in die Finger fließt. Und es ist immer passend. Also vertraut euch, das ist immer passend. Und warum soll die eine Seite genauso aussehen wie die andere? Muss doch gar nicht. Es muss nur gefallen und Spaß machen. Da. So, und jetzt ist schon zu Ende. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.